Wer hat ihm das angetan? In Frankfurt am Main kam es am 26. März 1998 zu eines der grausamsten Verbrechen. Tristan Brübach war erst 13 Jahre alt, als er ermordet wurde. Er verließ an jenem Tag früh die Schule und treibt sich am Bahnhof Höchst. Dort raucht er eine Zigarette. Dann geht er in Richtung eines Tunnels, der unterm Bahnhof liegt, und dort trifft er auf seinen Mörder. Trotz der belebten Umgebung ist dieser Tunnel eher abgelegen. Der Täter schlägt auf ihn ein, mehr Details werde ich aber zum schrecklichen Mord nicht nennen. Tristan hatte noch sein ganzes Leben vor sich. Kinder und Betreuer entdecken kurz darauf seinen leblosen Körper. Wie kam es zu dieser Brutalität und war es eine Zufallstat oder kannten sie sich? Die Polizei erstellt ein Phantombild vom Verdächtigen. Mehrere Kinder haben den Mann wohl nach der Tat aus einem Gebüsch kommen sehen. Trotz massiver Ermittlungen und über 23.000 Hinweisen gibt es keinen Treffer. Auch nach 25 Jahren bleibt der Mord ungelöst. Leider sind mittlerweile beide Eltern von Tristan tot, ohne jemals zu erfahren, wer ihrem Sohn das angetan hat. Wieso wurde er umgebracht?